Attention, please. Huh? Base Command has instructed me to notify you of a recent theft. Theft? What are you talking about? Unknown persons have tampered with the spaceship registered under your name. Analysis has indicated that one cannon has been dismounted and taken. The ship is otherwise undamaged. Which gun? Do you know which gun? Your most recent docking record indicates that the stolen cannon is of an unregistered type. They stole my Steltec gun? I don't believe it. A report is available at the base command offices. Listen, Metal Man, I don't think you understand me. That gun represents blood, sweat, and money. It's irreplaceable. And you bozos let somebody walk off with it? This is outrageous. I paid my docking fee for actual security, not some bunch of tin idiots. I ought to blow you to bits right here. In fact... Desist. Then again, who am I to tell you how to do your job? To file a security complaint, please begin by completing the appropriate forms. A base command representative will be able to help you. Have a pleasurable stay on Jolson. They stole my gun. My beautiful Steltec gun. Moin zusammen und willkommen zu Let's Play Wing Commander Privateer Righteous Fire. Ja, nachdem ich ja nun Privateer abgeschlossen habe, drücke ich direkt das Add-on hinterher. Ich sollte mir meine Stoppuhr starten, fällt mir gerade auf. So, läuft. Und zwar machen wir ein neues Spiel natürlich, ist klar. New Game. Loads and Old Ship. Okay, hier bin ich ein bisschen verzweifelt bei diesem Bildschirm, denn ich wusste nicht, wie ich hier jetzt ein Schiff laden soll. Und dann ist mir eingefallen, gerade als ich um Hilfe bitten wollte im Forum, im WC News Forum, oh Moment, vielleicht muss ich ja Yes drücken. So, ich drücke also auf Y, passiert nichts. Ich so, Moment. Englisch, amerikanische Tastatur, Z und da ist es. Jetzt weiß ich gerade aber nicht, unter welchem LP ich das gespeichert habe. Ich glaube, unter LP 2. Also da habe ich es auf jeden Fall nach der letzten Mission. Ich weiß aber nicht, ob mit... Ich lade das einfach mal und dann gucken wir mal. Wie viel Geld habe ich hier? 75.000. Jopp, das ist nach der Mission. Wunderbar. Habe ich den richtigen Spielstand geladen. Wir sind auf der Jolson Pleasure Base und wir haben eben mitbekommen, dass unsere Steltec Gun gestohlen worden ist. Extrem ärgerlich. Hier gab es, glaube ich, keinen Chip-Dealer. Aber wir können ja eben in die Bar gehen. You picked a fine time to come here, sir. With all the bad news about lately, everyone's anxious to find a little getaway. We've got plenty of various entertainments for everyone. I think you'll find your stay here the best you've ever enjoyed. Na, nicht wirklich. Wir haben unsere Kanone geklaut, die Mistkerle. Ah, hier gibt es einen Chip-Dealer, sehr schön. Dann kaufen wir gleich mal ein paar neue Sachen ein. Wir haben ja ein bisschen Geld. Als allererstes müssen wir mal unsere Kanone ersetzen. Und zwar werden wir dort eine neue Tachyon Gun kaufen. So, dort wo vorher unsere Steltec Gun war, die ist weg. Und dann können wir noch ein paar neue Upgrades kaufen. Die Kanone hier ist übrigens neu, kostet 100.000 pro Stück, ein Hammerteil. Aber wir bleiben bei den Tachyon Guns, das passt schon. Oh, 300.000 kostet der scheiß Gun, cooler. Scheiße. Das ist echt teuer. Alter Schwede, hätte ich nicht gedacht, dass er so irre teuer ist. Ihr könnt euch einen besseren Shield Generator kaufen. Welchen haben wir jetzt drin? Mal kurz gucken. Ja, Shield Generator 3 und Engine Upgrade 3. Und wir können jetzt Shield Generator 4 und das Engine Upgrade 4 kaufen. Also können wir unser Schiff noch besser schützen. Was kostet denn der Spaß? 100.000. Oh. 170.000. Meine Güte. Auch 100.000. Ich dachte, wir könnten jetzt eigentlich ein paar Upgrades kaufen mit den Kohlen, die wir schon haben. 240.000. Meine Fresse. Okay, das ist natürlich jetzt extrem scheiße. Thrust Enhancer. Sogar den können wir uns nicht leisten. Ja. Plasteel Armor, Tungsten Armor, Isometal Armor. Das ist die beste Armor im Spiel jetzt. Und die kaufen wir. Okay, ich muss erstmal meinen Tungsten Armor verkaufen. Tschüss. Kaufen wir die Isometal Armor stattdessen. Wow, ich dachte, ich könnte jetzt ordentlich aufrüsten, aber die neuen Sachen sind ja echt teuer. Ho, hätte ich nicht gedacht. Aber gut. Isometal Armor. Zack. Die ist, glaube ich, doppelt so gut wie Tungsten Armor. Advanced Reader kostet auch 90.000. Boah. Ist hier ein Package 3, das haben wir schon. Ja, sonst können wir nichts kaufen, weil die anderen Upgrades alle schon einfach schweineteuer sind. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Der Gun Cooler erhöht die Feuerrate quasi um
Ein Drittel schneller, das heißt, wenn wir sonst 3 Schüsse abgeben, oder ein Viertel, nee, 25%. In der Zeit, in der wir sonst 3 Schüsse abgeben, können wir dann 4 abgeben. Ist nett. Ist schon nett. Was wirklich wichtig wäre, wäre das Engine Upgrade und der Shield Regenerator. Die brauchen wir auf jeden Fall. Ein Gun-Cooler müssen wir nicht unbedingt haben. Also sollten wir jetzt auf das Engine Upgrade erstmal hinarbeiten. Der Speed Enhancer ist noch ganz wichtig. Der Thrust Enhancer ist ganz wichtig. Thrust Enhancer zuerst, Speed Enhancer danach. Also der ist eigentlich gar nicht so wichtig. Wir sind ja eh schon recht flott mit der Kiste unterwegs. Tail Turret, Plastik nochmal, ja, das ist halt... Ja gut, ist halt alles schweineteuer. Ist schade, aber nichts zu ändern. So, Scanner ist immer noch unser Tripwire. BS Tripwire ist der beste, den es halt gibt. Den brauchen wir zum Glück nicht. Und ich dachte schon, wir könnten richtig einkaufen hier. Naja, okay. Hilft nichts. Ja gut, was machen wir jetzt als erstes? Wir müssen herausfinden, was mit unserer Waffe geschehen ist. Mal gucken, habe ich noch Missions drin? Nee, no Missions, alles klar. Dann nennt es mein Manifest. Hidden Space 20, Space Left 50. P1 nenne ich mal den Speicherstand. Und ich würde sagen, dann düsen wir erstmal ab. Und zwar... Ach, wir können gleich gucken, ob wir Missions mitnehmen können. Wer könnte eventuell was über unsere verschwundene Waffe wissen? Richtig. Die Oxford Library natürlich. Deswegen gucken wir erstmal, ob wir da was hinfinden. Direkt nach Oxford, da wollen wir jetzt als nächstes hin. Ich weiß gar nicht, wie weit das eigentlich weg ist. Ich weiß gar nicht, wo ist meine Karte, die ich da vorne. No Detroit, nein. Troy, nein. Nee. Junction System, nee. Oder kommen wir da vielleicht vorbei? Mal gucken, wo Jolson Pleasure Base eigentlich ist. Ja, wo ist denn das hier? Wo sind wir denn überhaupt? Jolson Pleasure Base, wo ist die? Ich weiß gerade gar nicht. Ach, warte mal, ich kann noch nachgucken, in welchem Sektor ich jetzt bin. Potter Quadrant. Ach, da! Oh, okay, wir sind direkt neben Oxford. Das ist natürlich gut. Gucken wir kurz in den Mission Computer, ob wir da was Interessantes finden. Huch, jetzt fallen hier schon wieder alle möglichen Sachen runter. Ich meine, Oxford ist natürlich direkt um die Ecke, das heißt, da werden wir nicht viel finden. Aber man kann ja mal gucken. Attack Mission, nein. Lust auf Attack Patrol. Nein. 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 Okay. Lass gucken, da gab es doch irgendwas an New Detroit. Achso, nee, das waren die, war die, Bounty Mission, ne? Das ist halt alles die falsche Richtung. Gut, nee, ist egal. Dann fliegen wir jetzt direkt nach Oxford. Und es geht wieder los. Und natürlich sofort gehe ich nach. Voll ganz. Oha. Oha. Das ist nicht einfach. Die Dinger halten nämlich echt was aus, aber wir probieren es einfach mal. Vielleicht knallen wir den ja so um. Ah, okay, alles klar. So schwer ist das doch nicht. Nein, will ich nicht. Will ich nicht, will ich nicht. Danke. Ein Orion. Na gut. Klatschen wir den mal um. Der ist zum Glück ziemlich wuchtig. Den trifft man also sehr leicht. Oh, er hat sogar den Crash überlebt, der Mistkerl. So, komm. Jetzt holst du den endlich um. Ah, der hält da ganz schön was aus, der Junge. Ja komm, jetzt puste den endlich weg hier. Ich meine, da kann mir natürlich kaum was, aber das ist ärgerlich, dass er... Oh, this is not good. Alter, guckt euch das an, der ist knallrot und explodiert einfach nicht. Na also, geht doch. Okay, jetzt sollten wir nach Oxford fliegen, ne? Jump to Oxford, das ist doch schon direkt bei NAV 1. Dann düsen wir da mal hin.
Maintain speed and course for contraband search. No contraband detected. You may proceed. Sehr hübsch. So, dann düsen wir durch und mal gucken, was Masterson sagt, wenn er uns dann wieder sieht. So. Meine Güte, ich dachte, ich könnte schon auf Einkaufstour gehen. Ah, ist egal. Muss ja gut, dass ich doch ein paar Missions nebenbei mache. Ich meine, wir kriegen bei den Missionen hier einiges an Kohlen zusammen, aber das ist natürlich ganz schön heftig. So, was haben wir hier? Talents. Oh, geil. Talents klatschen. Super. Super geil. Das muss natürlich erstmal direkt sein. Neues Let's Play, neues Video. Und erstmal ein paar Talents klatschen. Natürlich müssen wir dann erstmal treffen. Das Engine Upgrade ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir das erstmal holen. Das neue Engine Upgrade. Das können wir uns, denke ich, dann noch holen, wenn wir hier in diesem System die Mission fertig haben. So, jetzt muss ich ihn natürlich auch mal treffen. So, kommt es her, ihr Schweine. Ach komm, hier jagen wir ein paar Raketen raus, einfach weil wir es können. Und mit unserem BS Omni treffen die diese Talents natürlich auch ohne Probleme. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die ein bisschen wendiger sind als im Vorgängerspiel. Oder ich treffe einfach schlechter, das kann natürlich auch sein. Und ich denke, ihr seht, dass eine andere Auflösung bei den Videos ist. Ich habe jetzt herausgefunden, wie ich die Auflösung hochstellen kann. Und zwar hat Good Old Games da ein ganz einfaches Tool für mitgeliefert. Das wusste ich noch nicht, als ich Privateer gespielt habe. Deswegen gibt es jetzt in der das Ganze auch in Vollbildauflösung ohne die schwarzen Balken am Rand. Denn vorher habe ich halt die Originalauflösung gehabt und ist einfach nur groß gezogen über das große Fenster. Und jetzt ist es halt die richtige Auflösung. Die sind besser als sonst. Also nicht unbedingt, können nicht unbedingt besser austeilen, aber die sind wendiger und ich treffe die einfach schlechter. Sehr nervig, wenn ich das mal so anmerken darf. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit in dieser Mission, von daher. Na komm, dann nehmen wir uns halt erstmal diesen hier vor. Ach komm! Das ist doch lächerlich jetzt hier. Ernsthaft, das sind nur Talents. Dass ich die nicht klein kriege, das ist unglaublich. Ich treffe ja auch nichts, ne? Dabei müsste ich eigentlich genügend Kampferfahrung haben. Mir sehr kurzen Prozess aus denen zu machen, aber das funktioniert einfach nicht. Ich treffe einfach nichts Vernünftiges hier. Ah ja, ist ja gut, ich benutze ja schon Raketen, meine Güte. Ach scheiße, ich habe vergessen, die in die Zielerfassung zu nehmen. Meine Güte, wenn das so weitergeht, ist das Video gleich vorbei. Und ich habe die immer noch nicht geknallt hier. Na also. So, hier versuchen wir das gleiche auch, wenn er jetzt auf mich zufliegt. Ja, es hat nicht geklappt. Ich krieg den aber auch von hinten hier nicht. Probieren wir es nochmal. Na also, jetzt hat es endlich funktioniert. So, wir wollen jetzt zur Oxford Base. Ich bin schon... Ey, ernsthaft? Nee, okay, ich bin von hier gekommen. Ich war gerade mal, ich bin noch nicht erst bei NAV1 gewesen, dann hier rüber geflogen, aber... Ich kann eventuell in Oxford ein bisschen grinden. Die Mission geben zwar nicht viel Geld, aber das macht ja nichts. Prepare to be searched. Maintain speed and course. No contraband detected. You may proceed. Mal gucken, vielleicht mache ich das, ich überlege mir das noch, ob ich hier vielleicht auch so ein bisschen rumgrinde. Es sind halt nur 3 NAV-Punkte, keine Asteroiden, das kann man vielleicht machen. Now entering an automatic landing zone. Da sind wir wieder auf Oxford, an der Oxford University. Leider reicht die Zeit nicht mehr, um noch mit Masterson zu reden, das ist sehr schade. Aber das machen wir einfach beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Wing Commander Privateer Righteous Fire. Bis dann!